Du findest das Abtauen von deinem Gefrierschrank oder deiner Kühl-Gefrier-Kombination lästig? Genau dafür gibt es NoFrost. Wie NoFrost funktioniert und worauf man bei NoFrost achten sollte, erfährst du in diesem Video. Also, bleib dran! Bis vor einigen Jahren mussten alle Gefriergeräte bzw. Kühl-Gefrier-Kombinationen in regelmäßigen Abständen abgetaut werden. Oftmals saß der Verdampfer mittig hier in den Geräten drin, also wie so eine Art Schublade, und da hat sich natürlich jede Menge Eis gesammelt. Wo kommt das Eis her? Naja, die Türdichtungen sind nicht komplett dicht und immer dann, wenn der Kompressor arbeitet, also Kälte im Gefrierschrank entsteht, dann zieht sich die Luft im Inneren zusammen und es kommt mit der nachströmenden Luft im Prinzip Luftfeuchtigkeit nach, die dann kondensiert und dann entsteht entsprechend das Eis. Wenn das Eis da ist, sollte auch wirklich zeitnah abgetaut werden, denn je mehr Eis da ist, umso schlechter kühlt das Gerät, umso mehr Energie braucht es. Seit einigen Jahren gibt es jetzt Geräte mit NoFrost und dadurch kannst du dir das Abtauen sparen. Und das Geheimnis von NoFrost verbirgt sich im Prinzip hier hinter dieser Abdeckung. Bei manchen Geräten ist das auch so ein etwas größerer Block im oberen Bereich, wo dann auch solche Lüftungsschlitze sind. Bei manchen Geräten ist das unten, aber auf jeden Fall steht es immer auf dem Gerät drauf, dass es NoFrost-fähig ist. Ich nehme jetzt mal hier die Platte ab und zeige euch mal das Geheimnis hinter NoFrost. Es sieht erstmal relativ unscheinbar aus, aber mit Hilfe von diesem Verdampfer und der Heizung, die darunter ist, braucht das Gerät nicht mehr abgetaut werden. Wie funktioniert das Ganze? Hier in dieser Abdeckplatte ist ein Ventilator mit verbaut und dieser Ventilator fördert die Luft hier an dem Verdampfer vorbei. Das ist im Prinzip der Teil bei diesem Gefrierfach, das kalt wird. Die Luft geht daran vorbei, wenn Feuchtigkeit in der Luft ist, kondensiert die dort und es bildet sich nur hier in diesem Bereich vom Verdampfer das Eis. Bei Geräten ohne NoFrost ist der Verdampfer praktisch hier im kompletten Innenraum verteilt, nicht sichtbar hinter den Wänden, also es entsteht überall Eis. Und bei NoFrost-Geräten wird die Eisbildung halt an einer Stelle am Verdampfer konzentriert. Irgendwann ist so viel Eis da, das erkennt dann die Elektronik und dann wird hier unten die Heizung eingeschaltet und damit wird einfach wieder das Eis abgetaut, das ist eine Abtauheizung. Und der Verdampfer kann wieder richtig arbeiten. Jetzt werdet ihr euch fragen, okay, es wird Wasser abgetaut. Wohin fließt dieses Wasser? Es muss ja irgendwo hin. Ganz einfach, hier hinten ist ein Ablauf. Und hinten auf dem Motor, da ist die sogenannte Verdampferschale, da sammelt sich das Wasser. Naja, und da der Motor immer etwas warm ist, verdampft entsprechend das Wasser mit der Zeit. Und ich brauche nie einen Tank oder ähnliches zu leeren. Worauf sollte man achten bei solch einem NoFrost-Gerät. Grundsätzlich ist das NoFrost-System wartungsfrei, das heißt, ihr braucht gar nichts machen, das Gerät erkennt automatisch, wann Eis da ist und taut dementsprechend selbstständig ab. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Es kann schon mal passieren, dass hier dieser Wasserablauf verstopft, das Wasser also nicht nach unten abfließen kann, dann bildet sich Eis. Oder was auch ganz selten passiert, dass diese Abtauheizung defekt ist, also das Wasser nicht mehr richtig abtaut. Woran stellt man das fest? Naja, es entsteht immer mehr und mehr Eis und irgendwann blockiert dann hier auch dieser Ventilator. Es ist immer so ein klackerndes Geräusch zu hören und dann sollte man auf jeden Fall einen Fachmann rufen, der sich das Ganze anschaut, der die Heizung durchmisst, der vielleicht auch mal den Ventilator durchmisst, ob hier alles in Ordnung ist. Ansonsten ist natürlich wichtig, dass immer die Türen zu kontrollieren sind, dass sie auch wirklich zu sind, nicht dass irgendwie noch eine Schublade das Ganze aufhält. Insgesamt muss man natürlich beachten, ja, es ist wartungsfrei. Dafür verbraucht diese Abtauheizung natürlich wieder etwas mehr Strom, weil sie eben erwärmt, aber das ist auch nur für eine ganz kurze Zeit. Fassen wir nochmal zusammen. Bei NoFrost-Geräten ist der Verdampfer kompakt ausgeführt, es bildet sich Eis, aber mit Hilfe der Abtauheizung wird das Eis direkt wieder abgetaut. Für dich also fast nur Vorteile, du brauchst dich nicht um das Gerät kümmern, es brauchst es nicht abtauen und es ist wartungsfrei. Nachteil ist, der Stromverbrauch ist etwas höher. Falls das NoFrost bei dir nicht funktionieren sollte, beachte, dass das Gerät nur von Elektrofachkräften geöffnet werden sollte, denn es geht natürlich eine elektrische Gefahr von dem Gerät aus. Falls du einmal einen Techniker bei dir in der Nähe suchst,
Geh gerne auf unseren Link hier unter dem Video krix-repariert.de. Dort kannst du uns eine Nachricht schicken und wir finden einen Techniker, der bei dir in der Nähe ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.